Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft. Tja, wir waren ja gerade dabei, hier diesen Boxring aufzustellen und, man kann hier durchgehen. Alles klar. Und, ja, jetzt brauchen wir noch zwei Sachen, die wir hier noch auf die Regale stellen. Und, da habe ich jetzt gerade noch nichts gesehen. Moment, haben wir noch was im Inventar? Bierkrug, Billardtisch, R2D2 hätten wir noch im Inventar. Den haben wir noch nicht aufgestellt. Sehr gut, dann kommt der mal dahin. Dann haben wir auch ein R2D2. Und, ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal raus und gucken, wie es den Tieren denn so geht und ob wir da noch eventuell was machen können. Und ich habe schon mal diese komischen Striche da an. So, jetzt nicht mehr. Genau. Das packen wir dann da mal wieder schnell rein. So, Billardtisch auch. Wir wollen die Ressourcen natürlich noch haben, sonst müssen wir alle wieder raussuchen. Ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen nervig und, ich mache gerade mal... Was habe ich denn jetzt gemacht? Hä? Was ist das? Okay. Ja, wir packen die hier nochmal rein. So, hier ist auch ein Basketballkorb noch dabei. Und das hier. Und der R2D2. Ich glaube, ach, das passt da gar nicht mehr rein. Okay, so, was hätten wir hier denn noch? Wir brauchen natürlich noch eine Küche, ne? Im Moment, wir machen uns hier mal so einen Filter. So, wir brauchen natürlich einen Mülleimer für die Küche, ne? Ist ja klar. Eine Vogeltränke würde ich mir gerne vors Haus stellen. Brücke können wir natürlich auch noch machen über den Fluss, den wir vorne haben. Was ist das denn? Flaschenschiff. Okay. Spielzeug, Technologie. Wir könnten uns da eigentlich nochmal einen Rauchmelder reinmachen, auf jeden Fall. Also der muss da ja wohl rein. Und vielleicht noch einen Laptop. Ich glaube, ist mit der momentan so. Dann hier noch so ein Fass. Und ja. Stairs, Spur, Schilder, Wissenschaft. Warte, war hier so ein... Nee. Religion, Pets. Weiß nicht, was das heißt. Wohnzimmer, Beleuchtung. Beleuchtung brauchen wir auch noch. Welche nehmen wir denn mal da? Kerze ist, glaube ich, nicht so gut. Wir nehmen auf jeden Fall noch zwei Deckenventilatoren. So, und ich würde vorschlagen, wir nehmen noch mal einen Kronleuchter aus Eisen. So, hier haben wir jetzt endlich Küche. Und dann würde ich... den denke ich mal hier nehmen und einen Toaster und eine Spüle ebenfalls noch. Ich weiß nicht, was das hier alles ist. Machen wir von jedem mal ein, das sieht ja alles verschieden aus, so als Arbeitsfläche. Dann so Topkabinett, hier ist ein Messerblock, was haben wir noch, so ein Halter für die ganzen Bestecke und so. Hier haben wir noch einen Mixer. Glaube ich, soll das darstellen. Dann nehmen wir mal hier so einen Ofen. Und, haben wir hier noch mehr tolle Sachen. Mikrowelle könnte man eventuell nochmal ranmachen. Und sonst... Ach, das ist ein Mixer hier. Dann nehmen wir uns mal den Mixer hier. Was hätten wir hier noch so? Stühle? Mehr Bärenfalle, alles klar. Essen nehmen wir natürlich nochmal mit hier. So ein hängende Chilis, glaube ich, sind das. Kartoffeln, Karottenhaufen nehmen wir nochmal mit. Serrano-Schinken, kann man nie was mit falsch machen. Was haben wir noch so? Mehr haben wir auch nicht. Was jetzt noch so anhängendes Wild? Gewürzregal, könnten wir eigentlich auch nochmal machen. Das wird aber voll, die Küche. So, Verlies, Esszimmer. Da haben wir jetzt nicht so tolle Sachen. Schlafzimmer, Badezimmer, Kunst, Garten. Wo haben wir denn unseren Tisch hier? Moment, ich suche das mal kurz. Tisch. Haben wir hier im Angebot nichts Schönes. Und wir gehen mal kurz schlafen. Guck, da kommt der Bewohner. Upsala. Wir glatt nehmen unsere Treppe hier lang gelaufen. Eieiei. So, hier hoch. Und dann geht's hier ab ins Bett. Moment. Dafür brauchen wir ja so ein freies Teil. Nehmen wir uns mal den Kronleuchter weg. So.
Und dann schlafen, legen wir uns hier mal schlafen in unserem schönen Doppelbett. Und dann stehen wir wieder auf und sie wieder auf dem Bein. Ich mache die Musik mal gerade ein bisschen lauter. So, ich weiß nicht, ob die jetzt zu laut ist. Naja, ich glaube schon, ne? Machen wir mal so. Dann haben wir hier jetzt eine Wand. Die bietet sich doch eigentlich an, oder? Weil, gut, wir machen dann halt eine schwebende Küche. Ist ja auch nicht so schlimm, ne? Machen wir uns hier nochmal so ein paar Stufen für die ganzen Geräte dann. Hier vielleicht auch noch, so. Und dann kommt da ein Ventilator hin. So, warum geht das nicht? Ah, guck mal, muss man ganz schnell sein. So, mit Shift hier haben wir es dann noch schön gerettet. Ein Fass würde ich, glaube ich, tatsächlich hier ans Fenster stellen. So, mit natürlich auch einem Untergrund. Und dann kommt das hier noch. Und das. Da, das könnte man gut gebrauchen. Das haben wir schon benutzt. Ein Ofen noch. Laptop haben wir auch noch nicht, das haben wir alles noch nicht. Aber Vogeltränke hat hier sowieso nichts zu suchen. Dann kommt hier mal der Feuermelder hin. Da. Der sieht mir aus wie eine Schulglocke, wenn ihr mich fragt. Dann kommt da der oh, guck mal, so ein Kuchen drin. Kommt da der Ofen hin. Und hier kommt der Messer. Ah ne, es ist die Spüle, oder? Ja, es ist die Spüle. Moment. Dann machen wir da doch direkt mal den Wasserhahn ran. So, da ist der Wasserhahn. Kann man ja auch anmachen. Nee. Dann haben wir noch ein Bottom-Kabinett. Das haben wir noch nicht. Dann haben wir noch so ein anderes Bottom-Kabinett und dann noch eins. Und da kann man doch jetzt eigentlich auch schöne Sachen so raufstellen. Da holen wir jetzt mal noch so ein paar von denen hier. So, da haben wir auch so eine kleine Erhöhung. Hier haben wir jetzt noch einen Laptop. Den haben wir noch nicht benutzt. Den Rauchmelder haben wir schon benutzt. Diese ganzen anhängenden Sachen. Ofen haben wir noch, haben wir schon benutzt, genau. Hier Mikrowelle und Mixer haben wir schon noch nicht benutzt, genau. Geschirr haben wir auch noch nicht benutzt. Oh Gott, das hängt aber hoch dann. Machen wir mal dahin. Und den, upsala, kann man sogar was reinmachen. Cool. Dann kommt das da und so. Und die, warum schwebt die? Das ist natürlich, ach so, warte, ich glaube, die ist nicht darauf ausgewählt, oder? Ach, die ist ja so groß wie eine richtige Küchenmaschine. Aber hier schwebt sie natürlich auch. Gut, Mikrowelle lassen wir dann halt weg. Laptop auf dem Ofen ist, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Dann kommt da der Laptop hin. So. Vogeltränk hat hier so oder so nichts zu suchen. Und dann kommt... Na, das ist zu tief. Oder, ja doch, zu tief, genau. Dann brauchen wir halt noch mal ein paar Slabs von denen hier. Und dann können wir das eventuell, wenn wir das hier so machen... Upsala, das wollte ich jetzt nicht da reinfliegen. Können wir das eventuell hier ran machen? Nee. Gut, dann hat sich das auch erledigt. Aber dann können wir doch wenigstens noch so eine Wand machen. Es gibt nämlich noch so eine andere Mod. Ich weiß nur gerade nicht, wie der heißt. Lass uns da mal schauen. Nee, hier ist er nicht bei. Bibliocraft. Rucksäcke. Wie hieß der denn noch? Moment. Wir machen das nochmal anders. Und zwar machen wir das nochmal an. Dann gehen wir darauf und dann, ich glaube, die hieß Forge Micro. Nee, doch. Ich weiß nicht. Moment. Okay, ich habe keine Ahnung. Da kann man nämlich so dünne Sachen mitmachen. Dann nehmen wir uns dann auch einfach mal... Aber ich würde nicht das Holz nehmen. Das sieht, glaube ich, nicht gut aus. Dann nehmen wir uns doch einfach mal... Hier, welche Farbe hat denn so eine Küche? Weiß ja nicht. Nehmen wir mal hellblau hier. So. Damit kann man dann nämlich eine schöne Wand machen. Warum sind das denn das... Ach so, sind gar keine. Guck mal, hier sogar mit Unterbodenbeleuchtung. Sehr schön. Aber da ist der Kronleuchter natürlich mitten in der Mitte von der Wand, ne? Den müssen wir dann natürlich verschieben. Das ist schon mal klar.
So, und dann kommt das hier nochmal weg. Und da kommt die letzte Schicht hin. So. Und da kommt, upsala, da kommt auch nochmal so einer hin. Guck mal, dann haben wir so eine schöne Beleuchtung. Und dann machen wir hier nochmal eine Wand. Das wird dann halt ein grüner, ne, grün sag ich schon. Ein blauer Klotz. Warum können wir da nichts setzen? Ist der im Weg? Der Ventilator, der nimmt doch jetzt keine drei Blöcke weg, oder? Das ist doch unrealistisch. Dann machen wir das nochmal so, das Ganze. Okay, dann kommt der halt nochmal weg. Dann kommt der dann nochmal hin und dann ziehen wir das Ganze bis hier rüber. So. Und dann kommt hier nochmal die letzte Wand hingezogen. Ne, die vorletzte. Wir müssen noch eine Seitenwand machen, genau. So. Und dann geht das hier oben auf jeden Fall schon mal rüber. Und hier und da auch, genau. So, wir haben es auch gar nicht verbaut. So. Und hier noch. Doch, jetzt haben wir uns verbaut, ne? Fliegen wir? Ne, wir fliegen nicht. Ja, wir haben es verbaut. Ist ja wieder typisch, ne? So, dann haben wir hier einen schönen Eingang. Und da können wir natürlich noch so runde Sachen machen. Und ich würde sagen, die Küche richten wir in der nächsten Folge dann noch weiter ein. Und ja, bis zum nächsten Mal dann, ne? Würde ich sagen, euer Jan.